So, da sind wir in Rio de Janeiro. Wir sind Sophia und Damian und laden dich in unseren selbst ausgebauten Camper ein, um gemeinsam mit uns ein unvergessliches Abenteuer zu erleben. Der Plan? Eine Fahrt von Argentinien bis nach Alaska. Derzeit befinden wir uns in Brasilien und erkunden Rio de Janeiro. Hierher zu kommen, hatten uns viele aufgrund der Sicherheit abgeraten und ehrlicherweise wurden wir sogar wirklich auf die Probe gestellt. Manchmal merkt das Bauchgefühl auch irgendwie, wenn Menschen es nicht gut mit einem meinen. Nun wird es allerdings Zeit, die wundervollen Seiten Rio de Janeiros zu erkunden. Wie sicher fühlt man sich als Tourist wirklich und mit was für Kosten muss man eigentlich rechnen? Wir laden dich ein, jeden Sonntag 9:30 Uhr einzusteigen, um mit uns bis nach Alaska zu fahren. Und falls du neben YouTube ganz aktuell bleiben möchtest, dann schau gerne auf unserem Instagram-Profil vorbei. Den Link findest du in der Infobox. Heute geht's in die Innenstadt von Rio de Janeiro. Dort gucken wir uns mal Santa Teresa und die ganze Umgebung an. Unser Uber ist schon da. Mit dem Uber sind wir bis nach Ipanema gefahren, um dort unseren Guide zu treffen. Vorher gab es allerdings noch ein kleines Frühstück in einem Hotel, welches uns übrigens 28 Euro gekostet hat. Rio ist insgesamt auf alle Fälle teurer als das restliche Land. Warum haben wir uns heute allerdings für eine Tour entschieden? Wir hatten ehrlicherweise Sicherheitsbedenken und dachten daher, es wäre besser mit einem Local unterwegs zu sein. Außerdem haben Touren den großen Vorteil, dass man viel über die Orte erfahren kann. Das dachten wir an dieser Stelle zumindest noch. Angekommen in Santa Teresa, das ist ein Stadtteil Rios. Wir werden heute hier eine kleine Tour machen, werden ein bisschen die Eindrücke auf uns wirken lassen. Wir werden in diesem Vlog mal so ein bisschen darüber sprechen, ob es eigentlich teuer oder billig ist, Rio zu bereisen. Was kann man so Schönes machen und mit wie viel Budget sollte man ungefähr rechnen? Apropos Eindrücke wirken lassen, das war es dann nämlich auch. Unser Guide hat uns nämlich nicht wirklich etwas erzählt und uns stattdessen von einem Souvenirshop in den nächsten geschickt. Daran hatten wir allerdings wenig Interesse und daher ein paar Infos zu Santa Teresa, die wir uns selbst ergoogelt haben. Santa Teresa ist ein charmantes Viertel in Hügellage und bietet dir eine Vielzahl kleiner Kunstgalerien. Früher bekannt als noblere Gegend, macht auch heute die steigende Kriminalität hier keinen Halt mehr. Wir haben uns allerdings sehr sicher gefühlt und würden auch ohne Guide einen Spaziergang wagen. Besonders auffällig ist die Straßenbahn, die seit 1877 kontinuierlich in Betrieb ist und somit zu einer der ältesten der Welt gehört. Crazy, also ich würde sagen, eine Reinfalltour haben wir heute mal ausnahmsweise gebucht. Bis jetzt haben wir immer eine gute Erfahrung gemacht. Aber ich kann euch sagen, unser Guide, der spricht ungefähr so, es ist alles, na, hier siehst du das, okay. Halbe Stunde wieder hier treffen, okay. Und man denkt schon so, okay, wisst ihr, woran es uns erinnert? An alte Schulausflüge, um Gottes Willen. Also auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Und diese einschläfernde Reinfalltour hat uns leider 80 Euro pro Person gekostet. Autsch. Aber ganz ehrlich, das lag wirklich nur am Guide. Denn die wundervollen Orte, die wir besucht haben, sind wirklich schön, spannend und hinterlassen einen bleibenden Eindruck von der Vielfältigkeit Rio de Janeiros. Zusammenfassend würden wir euch als erfahrene Reisende diese Tour nicht empfehlen. Es fühlt sich sicher genug an, um sogar die große Kamera auspacken zu können. Falls ihr allerdings plant, anschließend so wie wir noch das Zentrum zu besuchen, dann zückt lieber wirklich nur das Handy für Bilder und bleibt in Bewegung. Kleine, aber sehr wichtige Unterbrechung, bevor wir weiter in Erinnerung mit unserer Kamera schaffen. Ich wette mit euch, dass eure Handys genauso vollgestopft mit Fotos sind, wie unsere auch nach so einer Reise. Und wäre es nicht total schade, wenn die auf dem Handy einfach nur in Vergessenheit geraten. Daher gibt es nichts Schöneres, als ein Fotoalbum zu erstellen, aber dabei auch nichts Schlimmeres, als wenn man damit Stunden über Stunden verbringt, um am Ende doch super unzufrieden mit dem eigenen Layout zu sein.
Was ist, wenn ich dir sage, dass du mit der Journey Print App nur noch 5 Minuten dafür brauchst? Du wählst einfach dein Wunschformat aus, dann deine liebsten Bilder, dann dein Wunschlayout und es gibt so viele schöne zum Aussuchen. Und dann habt ihr schon euer perfektes Fotoalbum fertig, das ist super gelayoutet, man kann sogar sich das Datum mit anzeigen lassen und wenn man möchte sogar eine Karte mit anzeigen lassen, sodass man genau weiß, wo dieses Bild auf der Reise entstanden ist. Wir haben mittlerweile mit der Journey Print App schon viele, viele Fotoalben gemacht und das Coole ist, wir können euch jetzt auch endlich auf YouTube mal einen Code anbieten und zwar kriegt ihr mit Soda 20 20% Rabatt bis zum 18.09. Ladet euch die Journey Print App also einfach mal runter, der Link dazu ist in der Infobox, probiert ein bisschen aus und ganz, ganz viel Spaß. Spaß beim Fotoalbum erstellen. Vielleicht habt ihr mitbekommen, was uns auf der Hinfahrt nach Rio de Janeiro passiert ist. Uns hat nämlich das Radlager zerfetzt, mitten auf der Straße. Es war saugefährlich, weil das Rad war kurz davor, sich zu lösen. Und wir mussten das ersetzen, hatten zum Glück noch einen Ersatzteil mit dabei, aber haben einfach nirgendwo Hilfe bekommen, dass wir es irgendwo vernünftig austauschen konnten. Haben es am Ende mit Hammer und Meißel selbst reingehauen. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal ran, da noch weitere Teile ersetzt werden müssen, damit wir wieder sicher weiterfahren können. Das Riesenproblem war bei der Restauration, dass wir nicht die Originalersatzteile verbaut haben, sondern Replikas. Und da sind wir uns jetzt eigentlich recht sicher, dass die Lager viel zu schwach waren. Ich hole mal die neue, die wir gekauft haben. Das haben wir alles zum Glück hier in Rio de Janeiro bekommen. Hier gibt es einen Händler für die Fender-Teile. Das wird jetzt die nächsten 10.000 Kilometer etwas anders sein. Keine Scheiße. Das sind die Radlager und die bestehen hier so im Innenkegel drinnen. Die bestehen aus einem Innenring, Kegel und einem Außenring. Und bei unseren alten hat sie einfach alles innen zerlegt. Und die hier kosten ungefähr das Fünffache. Hoffentlich halten die einfach fünfmal so lange. Das heißt, 100.000 Kilometer sollen die mitmachen. Und dadurch, dass die Radlager defekt waren, ist unser Achsstummel auch kaputt gewesen. Der hat sich hier abgenagt. Den haben wir auch neu gekauft. Also einmal nochmal alles neu machen hier an den Achsstummel. Aber dann hält das hoffentlich auch. 20 Euro. Das hätte ich in Deutschland günstiger bekommen, aber die Gebühr und der Zoll ist hier so hoch. Die Hälfte des Preises sind einfach Steuern. Deswegen sind die Teile in Südamerika so teuer. Und nein, Land Cruiser sind nicht besser, aber hier kriegt man erst recht keine Teile dafür. Die fahren ja noch nicht mal rum. Land Cruiser ist ja einfach nicht typisch in Südamerika. Also alle jetzt schreiben, ich kaufe euch einen Land Cruiser. Nein. Einfach nein. Nein. Die Fender Stolz ist noch da. Das war knapp. Sophia. Wir leben mit Affen. Ja, ist halt echt. Hier gibt es ganz viele Äffchen und es sind zwei verschiedene, haben wir jetzt gesehen. Also einmal so ein bisschen mittel, ja, immer noch klein, sind ein bisschen größer. Oh, gleich zerstochen. Und dann gibt es auch noch so ganz kleine, die haben so ganz kleine weiße Öhrchen. Das ist so süß und so viele. Und das Krasse ist, die gehen gar nicht ans Essen oder sowas. Man kennt es ja manchmal, ne, dass sie so ans Essen gehen, aber die interessieren sie überhaupt nicht. Die gehen einfach weiter, ganz entspannt. Wow, ich bin am Arsch. Nachdem die letzte Tour richtig scheiße war, machen wir es heute mal erneut. Nee, heute machen wir es ohne Tour, heute machen wir es individuell, aber hier sind wir uns auch einfach insgesamt ein bisschen sicherer. Und es ist eine der Hauptattraktionen, die wir uns heute anschauen werden. Kennt ihr schon. Hier, stopp. Früh ist zu früh. Bitte mal.
zu früh für was? Ja. Für die geilste Aussicht ever. Nee, ich muss sagen, Dinge, für die ich gerne früh aufstehe, sind frühe Flüge, schöne Sunset, Sunrises. Eisel, Überschwemme. Aber das war's dann auch. Die Christusstatue nach 16 Jahren wieder zu besuchen, war für uns beide etwas ganz Besonderes. Dieses Erlebnis hatte sich bei uns beiden bei unserem Brasilien-Schüleraustausch eingebrannt. Es ist nämlich kaum zu beschreiben, wie mächtig es sich anfühlt, genau hier zu stehen. Auch wenn nicht zu bestreiten ist, wie voll es hier ist und dass selbst der erste Zug morgens es einem nicht möglich macht, den Menschenmassen zu entfliehen. Der Aussicht tut es zum Glück gar keinen Abbruch. Eine Erfahrung, die wir euch wirklich nur empfehlen können. Es ist so schön. Es ist richtig, richtig schön. Das ist eigentlich wirklich unfassbar. Also für uns ist Rio eindeutig die schönste Metropole, Großstadt der Welt. Es ist so krass, wie die Stadt einfach wie Wasser sich zwischen diesen Bergen lang hangelt und es irgendwie so eine Symbiose ergibt zwischen der Natur drumherum und der Stadt an sich. Ich habe sowas noch nie gesehen woanders und irgendwie realisiert man es jetzt auch nach 15 Jahren, so im Erwachsenenalter, auch noch viel, viel mehr, wie krass das ist. Also ich weiß nicht, es ist eigentlich keine Worte. Rio ist wirklich, bin mir eigentlich fast sicher, was das angeht, Natur und Stadt, die schönste Stadt der Welt. Zurück auf den Campingplatz. Ah, oh, ich freue mich, es war so schön. Das Schöne ist, dadurch, dass wir uns dazu entschieden haben, so lange in Rio zu bleiben, können wir immer so ein bisschen was machen und dann gehen wir wieder zurück und dann chillen wir. Naja, eigentlich nicht ganz. Wir arbeiten ein bisschen was ab. Können wir bitte mal festhalten, wie viele Blätter schon auf unserem Auto drauf sind? Das sieht so aus, als wären wir schon seit 3 Wochen hier. Aber irgendwie tut es halt auch richtig gut, irgendwie länger an einem Ort zu sein. Wir haben es auch von vornherein schon so durchgedacht. Und es ist einfach so schön hier. Aber wir müssen auch ehrlich zugeben, die letzten Wochen haben wir so wenig Kilometer gemacht. Und jetzt, wo wir ja wissen, dass wir auch mit den Visum, also Aufenthaltsgenehmigung und mit den Jahreszeiten echt nicht mehr so viel Zeit haben, müssen wir die nächsten Wochen wieder ein paar sehr viele Kilometer so richtig runterknallen. Also seid nicht überrascht, wenn es die nächsten Wochen etwas schneller vorangeht. Aber von den Eindrücken wird es, glaube ich, nicht weniger, sondern gefühlt noch mehr werden. Bei dieser Reise geht es uns nicht nur darum, von Argentinien bis nach Alaska zu fahren. Es geht uns noch um so viel mehr. Und unter anderem ist es uns wichtig, herauszufinden, wo wir uns vorstellen könnten, in Zukunft zu leben. Eins ist nämlich sicher, nach dieser Reise geht es für uns nicht mehr zurück in unser Haus. Erfahrungen wie diese, die wir in Rio sammeln konnten, zeigen uns ganz deutlich, dass selbst eine so große Stadt unerwarteterweise Potenzial hat, unser zukünftiges Zuhause zu werden. Das hat für uns die Karten nochmal ganz neu auf den Tisch gelegt. Dankeschön, Rio de Janeiro. Es war wundervoll und für uns heißt es jetzt Abfahrt. Ein Monat bleibt uns in Brasilien, bevor wir ausreisen müssen. Und in diesem Monat haben wir nicht nur 3800 Kilometer vor uns, sondern auch ganz besondere Begegnungen und Erfahrungen, die uns nochmal an unsere Grenzen bringen werden. Wir hoffen sehr, dir hat die Episode gefallen und du möchtest die nächste nicht verpassen. Vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns nächsten Sonntag, 9:30 Uhr, wieder. Bis bald.